Hallo und willkommen zu einer weiteren Kettenreaktion. Heute im Visier Burger King. Genauer gesagt der King's Whisky Barbecue. Ja, ich befinde mich momentan auch wieder in Ungarn und hier ist das äh, ein ja, noch recht neuer Burger, denn aktuell läuft die folgende Werbung auch immer noch im Fernsehen in Ungarn. Mindketten oda vannak a tűzön grillezett klasszikus párosításokért. Az erőteljes ízek rabjai. És nem félnek újítani. Kóstold meg a King Selection legújabb tagjait, a King Spicy Cheese-t és a King's Whisky Barbecue Burgereket. Burger King. Pont ahogy szereted. In Deutschland gab es den vor etwas über einem Jahr schon mal für einen gewissen Zeitraum. Hier allerdings mit etwas anderen Zutaten. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Ja, jetzt erstmal schauen wir uns die Zutaten des ungarischen Burgers der ungarischen Variante an da haben wir einmal das Brioche Bann wie ihr seht ohne viel Shishi oben drauf ohne irgendwelche Kerne dann ähm, hier die rauchige Whisky Barbecue Soße ähm, ist einmal oben drauf die finden wir auch unten noch mal und dann den gemischten Salat habt ihr jetzt auch gesehen das müssten zwei Sorten sein ich weiß jetzt nicht mehr was genau aber meiner Meinung nach die perfekte Kombination. Dann hier die Hauptattraktion: 150 Gramm äh, Beef Patty, zwei Scheiben Cheddar Käse, zwei Scheiben Tomaten und Röstzwiebeln sind hier tatsächlich noch drauf. Das ist bei der deutschen Version nochmal ein bisschen anders. Ich hoffe, ich zeige das jetzt nochmal, weil das einfach so schön aussieht. Das ist unglaublich. Ähm, genau, darüber hinaus enthält die Soße auch tatsächlich Alkohol. Dabei handelt es sich allerdings nur um weniger als 0,5%. Hier nochmal die Unterseite. Das heißt, ihr habt hier wirklich Soße en masse, sowohl oben als auch unten. Wirklich mega, mega gut. Genau, 0,5% Alkohol, ähm, das ist nicht viel. Man merkt auch nichts davon geschmacklich, aber es ist vielleicht wichtig zu wissen, wenn man darauf achtet. Also, es gilt mit weniger als 0,5% somit auch als alkoholfrei. Ist ja das gleiche wie bei den alkoholfreien Bieren zum Beispiel. Hier jetzt nochmal schön zu sehen. Bacon. Den Bacon habe ich ganz vergessen. Es tut mir leid, das ist natürlich. Hier seht ihr es nochmal oder vielleicht auch nicht. Der versteckt sich immer ein bisschen darunter. Aber da ist auch noch Bacon drauf. Wie viele Scheiben genau, weiß ich nicht. Ich äh, wollte jetzt mal. Ja, ein bisschen was erzählen über den Burger, beziehungsweise gehen wir mal zu der deutschen Variante, zu den Zutaten der deutschen Variante. Da gab es den nämlich vor, ja, etwas über einem Jahr auch schon mal in der Mai, My, nicht Mai-Selection, My in der King-Selection. Burger King präsentiert die neue King-Selection. Whisky Barbecue Sauce, saftiges deutsches Rindfleisch, zartschmelzender pepperjack Käse und frischer Rucola. Ausgewählte natürliche Zutaten für echten King Genuss. Die King Selection. Probier jetzt den King's Beef und den neuen King's Whisky Barbecue. Burger King macht einen King. Genau. Und da seht ihr auch schon sind etwas andere Zutaten drauf. Zum Beispiel Rucola anstatt dieses äh, normalen Salats, sage ich jetzt mal. Tomaten sind da auch drauf, Jalapenos allerdings und Pepper Jack käse der ist auch anders, weil hier bei der ungarischen Variante haben wir Cheddar. Soße ist gleich, Beef auch, aber keine Röstzwiebeln. Das finde ich ganz, ganz schwach. Also ja, schade. Ich finde tatsächlich die ungarische Kombination etwas besser. Ähm, ja, bei der deutschen keine Röstzwiebeln wie bei der ungarischen Variante, dafür Jalapenos. Da stelle ich mir das mit Röstzwiebeln dann und normalem Salat statt Rucola dann doch nochmal etwas besser äh, vor. Finde ich passt besser zusammen als die deutsche Kombination. Genau, jetzt nochmal ein paar allgemeine Angaben ähm, zu den Kalorien. Der hat 889 Kilokalorien in Ungarn, 873 in Deutschland. Also die andere Variante. Nur ein kleiner Unterschied. Ähm, ist wahrscheinlich den anderen Zutaten geschuldet, aber er macht jetzt auch wirklich nicht viel aus. Genau, der Preis des Einzelbürgers hier in Ungarn waren 2.610 Forint. Das sind umgerechnet äh, 6,49 Euro circa und ja, für die ungarischen Verhältnisse eigentlich echt teuer. In Deutschland kostete der einzeln wie ich in einigen Videos gesehen habe, 7,19 Euro. Oder bei manchen auch 7,49 Euro, also ca. 1 Euro mehr. Im Menü mit großer Pommes und gratis Refill Softdrink habe ich 3260 vor Rind bezahlt, also 8,10 Euro. Da zahlt man in Deutschland doch mal gut und gerne seine 10 Euro. Ich hatte aber das extra Menü für 3460 Vorrind. Hierzu gab es also für einen kleinen Aufpreis von 200 vor Rind noch nochmal das Ganze mit Süßkartoffelpommes, wie ihr hier seht. Also insgesamt 8,60 Euro für alles. Ähm, ja, Zu den Süßkartoffeln muss ich sagen, die haben mich jetzt nicht wirklich so überzeugt, da habe ich tatsächlich die ganz normalen Lieber. Also ich wollte es aber mal testen, die sind halt recht dick, da auch nicht ganz so knusprig, etwas fad, nicht so intensiv im Geschmack. Ich bin aber sowieso nicht so der Fan von Süßkartoffelpommes, daher spielen hier auch vielleicht eigene Vorlieben mit rein, da ja, vergebe ich hier eigentlich auch nur 6,5 von 10 Punkten für die Pommes. Ja, der Geschmack, der war insgesamt wirklich top. Also, ihr werdet merken, alles passt hier perfekt zusammen. Insgesamt sehr rauchiger und würziger Burger, wie ich ihn gerne hab. Das Brioche-Bahn war wirklich sehr schön fluffig und weich, hat alles gut zusammengehalten, also ohne irgendwelche Kerne drauf. Die braucht es meiner Meinung nach auch. Nach auch nicht, also es passt perfekt zu den restlichen Zutaten dieses Brot. Kommen wir zur Soße, das war auch schon eines der absoluten Highlights. Die Soße war wirklich reichlich vorhanden, wie ihr gesehen habt, sowohl auf der Ober als auch auf der Unterseite. Sie kam auch richtig gut durch, hat den Burger dadurch einfach so unglaublich cremig, saftig und würzig gemacht. Also dieses Raucharoma. Der Soße ist wirklich großartig, passt perfekt zu den Grillaromen des Fleisches und des Bacons und den Röstzwiebeln. War auch leicht karamellig und fruchtig im Geschmack. Es wurde wahrscheinlich wieder sehr viel mit Liquid Smoke gearbeitet. Den hatten wir ja schon bei dem Big Tasty Bacon von McDonalds. Irgendwie erinnert mich diese whisky Barbecue soße auch sehr stark an die Soße von Big Tasty. Es ist meiner Meinung nach dann aber doch noch ein Ticken besser als diese schmeckt finde ich irgendwie deutlich natürlicher vielleicht ist da also beim Big Tasty Bacon war es doch schon ein sehr extremer Liquid Smoke Geschmack vielleicht wurde das hier auch gar nicht verwendet das kann auch sein insgesamt ist die Soße aber auch sehr kräftig Whisky Geschmack oder ähnliches konnte ich jetzt aber auch nicht ausmachen also das Fleisch war wie immer sehr aromatisch sehr schöne Grillaromen sehr saftig auch echt groß kommt schon echt an so ein Patty aus den höherpreisigen Burgerläden heran und braucht sich hier auf jeden Fall nicht verstecken. Hat die Soße und den Käse perfekt aufgenommen und generell hat sich alles wirklich perfekt miteinander verbunden, so man eigentlich immer den perfekten Bissen mit allen Zutaten hatte. Cheddar ist hier der Standardkäse, hat dem Ganzen noch eine schöne Würze und noch eine zusätzliche Cremigkeit gegeben. Ich weiß nicht, ob man bei Pepper Jack jetzt einen großen Unterschied geschmeckt hätte, aber denke Cheddar macht da auch einen guten Job. Wirklich perfekt runden der knusprige, rauchige und würzige Bacon und die Röstzwiebeln das Ganze ab. Röstzwiebeln hier auf jeden Fall die 100% richtige Entscheidung. Die sind sehr, sehr schön knusprig, genau wie der Bacon. Machen das Ganze zu einer richtigen Geschmacksexplosion und zu einem Barbecue im Mund. Also einfach Weltklasse das Ganze. Zu Frische tragen dann der Salat und die Tomaten bei. Salat ist wirklich auch eine perfekte Menge drauf, nicht zu viel, dass es alles überdeckt, aber auch nicht zu wenig, sodass man immer bei jedem Bissen schön knackige Salatblätter dabei hat. Ich finde, Rucola, wie bei der deutschen Variante, muss da nicht unbedingt sein. Also, ich bin aber generell ein, ja, nicht so ein großer Fan von diesem bitteren Rucola-Geschmack. Da passt besser ganz klassischer Burgersalat, wie es hier der Fall ist. Die Tomaten machen das Ganze zusätzlich zu dieser wundervollen Cremigkeit durch Soße und Käse. Dann auch nochmal schön saftig. Dabei hat man mit zwei Tomaten auch bei jedem Biss diese kühle, frische der Tomate im Mund. Es ist auch nicht zu sapschig, also nicht zu wässrig. Es ist wirklich perfekt ausgewogen alles. Daher vergebe ich für diesen Burger auch das erste Mal seit Bestehen dieses Kanals die volle Punktzahl. Also 10 von 10 für diesen Burger, wirklich. Meiner Meinung nach der beste Burger, den ich je bei Burger King hatte. Kann ich euch auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen, den mal auszuprobieren, wobei der in Deutschland momentan, glaube ich, nicht verfügbar ist. Und falls ja, dann nur die deutsche Variante mit den etwas anderen Zutaten. Vielleicht bringen die ja aber ja auch demnächst mal diese Variante heraus, wer weiß. Ja, das war es auch schon von diesem Video. Ich wollte nochmal dazu sagen, abonniert gerne den Kanal, gebt einen Daumen hoch für die Videos, schreibt einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat und auch wenn nicht. Schreibt mir gerne weitere Burger-Vorschläge in die Kommentare, die ich gerne für euch testen soll. Das würde mich sehr freuen, ein bisschen Input zu bekommen. Dann werde ich in den nächsten Videos gerne darauf eingehen. Also machen Sie es gut, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao!